Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon Marcher am Start. Freunde, heute ist es soweit. Heute erfülle ich mir meinen Traum. Freunde, Happy Waffle gibt es schon seit 2014. Wie viele von euch wissen, feiere ich Happy Waffle. Ich liebe die Waffel von Happy Waffle. Ich finde, das ist die beste Waffel auf der ganzen Welt, Freunde. Auf jeden Fall hat auch Happy Waffle eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich blende euch mal kurz ein paar Bilder ein. Und ich gehe jetzt mit Cherie zu Happy Waffle. Leute, die Auswahl, es ist extrem geil. Guckt euch das an! Auf jeden Fall, wie gesagt, Freunde, ich habe mich mit meinem guten Kumpel zusammengesetzt. Wir haben beschlossen, dass wir ab heute Happy Waffle zusammenführen, Freunde. Happy Waffle gehört ab sofort mir und meinen Kollegen, mein Kollegen und mir. Das heißt, falls ihr mal vorbeikommt auf eine Waffel und ihr seht mich hier irgendwo, kann es auch mal sein, dass ich meinen ausgebe. Kann es auch mal sein, dass ihr mich irgendwo seht und wir mal ein paar coole Bilder machen. Freunde, ich bin am Start. Wir haben derzeit 4 Filialen. Eine in Hamburg, noch eine in Hamburg, eine in Korbach und eine in Bottrop. Freunde, wir haben 4 Filialen in Deutschland. Das ist so krass, Mann. Ich finde das so heftig, weil für mich persönlich ist es so ein Schritt, außerhalb von YouTube ist mal eine gewagte Sache, aber ich mache es gerne, weil ich liebe Waffeln. Das war so ein Ding. Okay, ich stehe dahinter. Würde ich was anderes machen, so ein Shisha-Café oder so ein Dönerladen, wüsste ich jetzt nicht, ob ich dahinter stehe, aber hinter Happy Waffle stehe ich voll und ganz. Ey, ich finde das so krass, Freunde. Ich mache diese Instagram-Promo noch 3 Tage, noch 2 Tage, noch 1 Tag und jetzt wisst ihr, was Sache ist, Mann. Ich finde das so heftig, Mann. Ey, echt, ich bin irgendwie gerade voll glücklich und ist mir egal, wer da draußen rumheulen tut. Happy Waffle, komm her, wir essen eine Waffel zusammen. Und ich würde sagen, mein spezieller Lieblingsladen ist in Bottrop. Da gehen wir jetzt mal gleich hin. Und ich würde mal sagen, let's go, weil der ist einfach so schön und so geil und mega. Und die Waffeln sind überall so lecker. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt los nach Bottrop. Let's go and let's do that. Ich bin happy wie Happy Waffle. Let's go. So, Freunde, hier sind wir, Mann. Heute ist mein Tag. Ich bin einfach glücklich, dass ich euch heute mein Baby zeigen kann. Happy Waffle, mein Herz, meine Leidenschaft, mein alles, Mann, mein alles. Come on! Come on! Das ist das gute Stück, Freunde, das ist Happy Waffle, Mann. Ich bin so froh, Mann. Freunde, ich muss euch was sagen, Mann. Ich bin auf YouTube Höhen und Tiefen durchgegangen. Allgemein in mein Leben. Und das ist so ein Ding. Ich bin so glücklich, dass ich sowas hier erschaffen habe. Ich hoffe, ihr gönnt mir das. Und ja, ich zeige euch das mal ganz kurz in Slow Motion oder auch nicht. Waffel, Freunde, macht die besten Shakes. Merkt euch das. Kein anderer kommt dagegen an. Die besten Shakes, die besten Waffeln und die besten Drinks und die besten Kaffeedrinks und so weiter. Digga, ich finde das einfach so krass. Guck mal, Freunde, das Licht hier, ne? Guck mal, das sind so kleine Details. Ich feiere das. Schaut euch mal dieses Muster an und die Farbkombination. Das ist Türkis mit Babyblau. Ich glaube, das ist so ein Misch. Ich komme jetzt nicht auf die Farbe, aber das sieht richtig krass aus, Mann. Und außerdem, Freunde, haben wir hier einen, Alter, der Stoff. Der ist so geil, wenn man so rüberfühlt. Alter, und ich sag euch ganz ehrlich, nicht mal die Shisha-Cafés in Hamburg haben so eine frische Couch wie hier, Alter. Wie bei Happy Waffle. So, passend zum Namen, Happy Waffel, haben wir hier auch ein geiles Muster aus einer Waffel. Die Tapete ist richtig nice. Schaut euch das mal an. Also, ich find's mega mäßig. So, das Ding ist jetzt fertig. Ich will nicht essen, ich will nur gucken, Digga. Das sieht so gut aus, Mann. Die Waffel sieht auch super aus. Viele Früchte, fällt auf jeden Fall auf.
Hier steht Leon. Gucken wir mal, was er alles reingetan hat. Wow. Ja, probieren wir jetzt den Shake mal, weil ich bin Shake-Fanatiker hoch 10, Freunde. Also hier komme ich auf jeden Fall mit meiner Freundin her. Aber das Problem, ich habe keine Freundin. Auf jeden Fall, Freunde, kann ich euch das nur empfehlen. Das schmeckt super. Ich esse jetzt erstmal auf entspannt auf und wir sehen uns gleich. Peace out. Was geht ab, Bro? Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Auf, Mann. Wie geht's? Gut. Oh mein Gott. Bist du aufgeregt, oder was? Ja. Ha. Leon Mascher arbeitet jetzt auch bei Happy Waffle. Hast du mal eine Waffel gegessen? Nein, noch nicht. Willst du die gönnen? Komm, ich geb einen aus, Digga. Come on, Alter. Was willst du, Digga? Geht auf meine Nacken. Bro, wo ist der Waffelmann? Kannst du dir deine eigene Waffel kreieren? Ich muss einfach Schokowaffel mit Erdbeeren. Ja? Willst du auch Pfeffer? Nein, nein. Nein? Ist gut. Chili? Nein. Okay, schade. Aber Smarties schmecken auch gut, Digga. Wo kommst du, Mann? Hier auf Vorderweg gefahren. Ach was. Hast du gar nicht erwartet, dass ich hier stehe, ne? Nein, niemals. Geiler Typ. Lass uns kurz hinsetzen. Ja, okay. Und weißt du was? Das ist ein kleines Experiment. Du testest jetzt die Waffe und du musst jetzt sagen, wie die schmeckt, Bro. Boah, das sieht auf jeden Fall schon mal kräftig aus. Komm, hau du auch rein. Oh, schmeckt das geil. Wie findest du's? Also ich muss sagen, besser geht's nicht. Hast du schon noch nie sowas gegessen, so? Ja, so eine Kombination? Ich hab mal hier Waffel mit Erdbeeren und so zu Hause gegessen. Das schmeckt echt geil, Digga. Ja, die Soße noch dabei. Digga, ich hol noch Schokosoße für uns. Das muss richtig klatschen. Jetzt habe ich Schokosoße und Sahne geholt, Digga. Wollen wir draufhauen? Ja. Digga, gib mir! Shit, Digga! Weißt du was, Digga? Ich hol noch ein bisschen Streuzel. So, Dogan. Bro. Gönn dir. Gönn dir. Gib mir das. Hau rein, Digga. Oh, schmeckt das geil. Guck mal, das auf YouTube? Ja. Krass. Er checkt jetzt erst. Boats. So, das war's, Freunde. Ihr wisst jetzt Bescheid. Es ist offiziell. Der Laden ist einfach Hammer. Wie findet ihr den? Ich würde jetzt sagen, Freunde, weil ihr jetzt Bescheid wisst, Happy Waffle gehört zu mir. Wäre es natürlich cool, wenn ihr Happy Waffle auf Instagram folgt. Wir haben, glaube ich, 21.000 Follower. Folgt Happy Waffle auf Instagram. Bombardiert Happy Waffle auf Instagram voll. Like dieses Bild, genau dieses. Und schreibt unter diesem Bild, in welcher Stadt wir ein Happy Waffle eröffnen sollen. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, egal. Schreibt einfach, wo wir ein Happy Waffle eröffnen sollen. Bombardiert die Kommentare voll. Zeigt mal, wie krass ihr seid. Zeigt mal, wie krass ihr hinter mir steht. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Wir machen ein Fan-Treff. So eine ganz kleine Tour. Eine coole Tour, eine chillige Tour. Eine Waffeltour, eine Selfie-Tour. Auf jeden Fall bin ich am 15.07. am Samstag. Das ist ein Samstag. In Korbach um 13 Uhr. Seid alle da, Adresse blende ich euch jetzt hier ein in Korbach, Freunde. Kommt alle vorbei, stürmt den Laden. Ich werde auf jeden Fall da sein und macht mal richtig Action. Und am 15.07. am selben Tag, an einem Samstag, sind wir auch in Bottrop, Freunde. In Bottrop. Kommt alle vorbei, lasst uns das Ding richtig voll machen und eine Waffe essen und Selfies machen und so weiter. Und einen Tag später sind wir in Hamburg, Freunde. Da wird es auf jeden Fall auch ein paar Special Guests geben, wie zum Beispiel Simon Desi wird am Start sein, Apo Redman, die Dreier-Combination, die totale Vernichtung. Das ist wie heißt die drei nochmal? Messi? Tick, Trick und Track? Nein, ey, entspann dich mal. Am 16.07. an einem Sonntag sind wir in Hamburg im Jakobi-Kirchenhof Nummer 9. Ich würde sagen, Jetzt hör zu. Die ersten 10, die vor der Tür stehen, ne? Die ersten 10, die kriegen eine Waffel umsonst. Egal ob in Hamburg, Bottrop oder Korbach, die ersten 10, die vor der Tür stehen, die kriegen eine Waffel umsonst. Ich freue mich auf euch. Ich würde sagen, peace out. Das ist das Geheimnis und ich bin jetzt der glücklichste Mensch der Welt. Peace out.